Herzlich willkommen zurück zu Evoland 2. Wir haben im letzten Part hier diese Kanalisation entdeckt, in dem Haus von der Hühnerfrau. Und jetzt springen wir durch diese ominöse Tür, die wir mit den vier roten Steinen hier geöffnet haben. Ach du Scheiße. Was ist das? Nein! Es wurde nicht gespeichert, oder? Nein! Das kommt davon. Das habe ich davon. WTF. Na gut, wir sehen uns dann wieder, wenn ich da bin. Ich schneide das nämlich. Ich lasse euch das jetzt nicht nochmal alles ertragen. Während ich hier durchfaile. Ich versuche das jetzt so schnell wie möglich zu machen. Oh Gott, bis gleich. Kleiner Cut für zwischendurch. Hier unten rechts ist noch eine Kiste, die habe ich gerade entdeckt, weil es hier noch so einen Weg nach unten gab. Die öffnen wir jetzt natürlich. Mal gucken, was da drin ist. Rote Pampe. Ja, und dann, damit würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder nach dieser Tür, wenn mich diese Augenviecher angreifen, wenn ich jetzt nicht sterbe. Bis dann. Halleluja, die Steine wurden gespeichert. Und ich hoffe, die Monster wurden resettet da unten, sodass ich da jetzt auch runter kann. Okay, das geht ja relativ schnell. Okay, wenn man die einfriert, geht. Okay, ich hoffe, das war jetzt das Einzige, was hier kommt an den Augen von den Augenviechern. Ansonsten bin ich weiter. Ich glaube nicht, dass das... Ah, wir kriegen hier ganz viel Heilung. Das ist sehr gut. Und hier kommen wir mal noch gut... Oh Gott, gut in den Scheiß fallen hier. Was ist da? Oh, was ist das? Legendärer Schmied. Karten. Oh, eine Karte ist das. Nice. Okay. Oh Gott. Das ist so gemein hier. Okay, jetzt sind wir hier. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, damit haben wir, glaube ich, die Kanalisation komplett erledigt. Glaube ich, ja. Hier kamen wir raus und dann kommen wir da wieder hoch, glaube ich. Glaube ich. Ja, okay. Gut, haben wir die Kanalisation geschafft. Haben wir die Karte legendärer Schmied bekommen. Auch schön. Das ist doch erfreulich. So, aber es erklärt noch nicht die Frage, wie ich an Dalkins Haus komme. Wie komme ich an 10.000 Gil? Ich meine, 10.000 Gil ist ein reeller Betrag, den man erreichen kann. Muss ich echt Geld farmen? Ach, hier ist die Schmiede. So viel dazu. Hallo. Nochmal das Geld. Hi, Hefas. Orikon-Erz. 4 Stück. Du machst mir bitte die Rüstung. 5! Warum brauchst du jetzt 5? Erhöht sich das mit jedem Rüstungsteil? Was brauchst du denn für die Schuhe? 3. Ja, dann mach die. Ich hab nur 4. Ja. Geht das auch schneller. Dankeschön. Gemütlich haltbar. Mit diesem Ultimate-Stiefel an euren Füßen könnt ihr die Welt mit Leichtigkeit bereisen, glaube ich, stand da. Mit Verlaub, das ist Handwerk vom Feinsten. Kommt ruhig wieder, wenn es andere Gegenstände gibt, die ich für euch herschmieden soll. Herschmieden tun. Und ja, hier ist eine Minecraft-Crafting-Bench. Wurde mir damals ganz oft in die Kommentare geschrieben. Was gab es hier nochmal? Ach ja, die Kiste haben wir hier geöffnet. Kann ich nochmal Geld mitnehmen? Nice. So. Und nein, die Erze hier kann man nicht kaputt springen. Oder kaputt machen. Wird auch in die Kommentare geschrieben damals. Gut, dann haben wir jetzt die Schuhe. Das ist doch schon mal gut. Jetzt brauchen wir nur noch die Brust. Das ist doch mal erfreulich. So, Moment. Da ist die Tür. Durch den Pass bin ich schon mal gegangen. Wenn ich ins Lager gehe, im Spukwald. Ich muss hier noch ein paar Zombies killen. Das gibt ein Achievement. War ich da drin? Da war ich drin, ne? Die sind außerdem One-Hit. Und ich glaube, viele fehlten nicht mehr. Die ich hier killen muss. Und ich kann außerdem mal gucken, noch was zu holen gab. Die echt One-Hit sind. So. Hallo Zombie. Ja. So.
Hier ist ja der Typ noch sauer auf mich, weil ich ihm seine Geister gekillt habe. Ich schicke mich ja wieder weg. Außerdem ist die Musik awesome und ich will sowieso einmal hier durchlaufen. So. Und die Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich mit, auch wenn sie wenig bringen. Hi. Ich will nur das Achievement haben. Bald dran. Da gehen wir gleich hin. Wir gehen nochmal runter zu dem Typen. Laut Achievement muss man wahrscheinlich noch zweimal hier durch, weil mit einmal durchlaufen kriegt man das nicht. Weil das doch einige Zombies waren. War das Slime? War der hier? Nee, der war nicht hier. Der war tiefer. Ich haben wir. Ah. Au. Oh, die machen mir gar keinen Schaden. Da unten das mit der Karte. Oh, der Karte war echt, glaube ich. Entweder habe ich das viel zu früh gemacht oder es sollte so schwer sein. So. Zack. Zack. So. Mich wegschicken. Ein echter Freund. Geht jetzt und kommt nie wieder. Okay. Der will nichts von uns wissen. Gehen wir wieder hoch. Man muss ja alles mal abchecken, ne? In der Zukunft ist er in seinem Tempel und in der anderen Zeit, da müsste ich eigentlich auch nochmal in den Spukwald und gucken, ob der da irgendwo ist. Hier war nichts, ne? Nee. Aber links war eine Kiste, die haben wir geholt. Okay, dann gehen wir jetzt mal ins Dämonenlager. Hier müsste ja alles kaputt sein. Genau. Weil die ja überfallen wurden. Ist da was? Außer diesen lila Büschen. Die total doof da platziert sind. Okay. Steht Darkin jetzt hier? Nee. Der Magellit ist im Arsch. Okay, hier gibt's auch nichts zu tun. Man muss ja alles mal gesehen haben, ne? Ich find's zumindest gut, dass das Lager hier halt zerstört erreichbar ist. Also, dass man hier rein kann und sich das angucken kann. Und es auch zerstört ist und nicht immer noch alles heile. Ich find's nur doof, dass Menos nicht reagiert. Hier gibt's auch keine Verletzten oder so, die man jetzt noch irgendwie retten, also treffen könnte. Fürs Retten ist ja eh zu spät, aber... Aber mit dem reden kann. Nicht? Na gut. Ah, das ist doch nur so ein Mini-Lagerfeuer. Geklettert da drüber. Lass den gucken. Hier im Wasser ist nichts. Okay, dann können wir hier wieder rausgehen. Muss ich durch den Spukwald da nicht laufen? Ah, diese Kackfeuerstelle. Ich denke immer, ich kann da lang laufen, weil da so viel Platz ist. So. Oder kann ich jetzt einfach durchlaufen? Ah, sehr nice. Okay. Oben ist dann das. Mayenbrücke war nix. Was ist hier? Hier ist nichts. Ne? Hier ist einfach nur so eine Lücke. Ja, okay. Ist hier was? In Sera? Das Kaiserreich hat derzeit genug mit dem Krieg gegen den Mond zu tun, aber früher oder später werden wir... Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gehört. Was ist er denn? Ich träume davon, dass mich eines Tages mein Traumprinz auf einem wunderschönen weißen Hengst in die Ferne entführt. Seid ihr das vielleicht? Ah, nee, Moment. Könnte es sein, dass... Oh, ihr habt einen Brief für mich. Nein. Oh Gott, wie süß. Lasst mich ihn lesen. Das ist... Oh Gott. Die Antwort lautet ja. Ich habe euch immer schon sehr bewundert, mein liebster Pirat Roberts. Aber ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ihr so jung seid. Mit euren glänzenden Haaren und der hochgeschobenen Brille. Seid ihr genau mein Typ? Ich glaube, da gibt es ein kleines Missverständnis. Hier, Herr Roberts, das wird meine Liebe für euch beweisen. Was kriegen wir denn jetzt? Ein Tinder-Profil.
denke, das sollte reichen. Ich käme zurück, um mit einem Piraten einen Besuch abzustatten. Ich werde alle meine Freundinnen erzählen, dass Pirat Robert so ein schmucker junger Mann mit prachtvollem Haar ist. Doof. Komm nicht drüber hinweg. Okay. Jetzt reißen wir uns wieder zusammen. Spiel Karten. Nicht gut. Piratenkarten sind nicht gut. Nicht gut. Da, nicht gut. Kann ich den legendären Schmied kriegen als Karte? Ich will wissen, wie die ist. Den nehme ich auch. Ah, ne, er greift zu den Stirn. Ich hasse diese Karten. Natürlich. Ja, natürlich. Jetzt habe ich eh verloren. Bumst er mir alles weg. Das ist so dämlich. Da. Nee, ich hasse diese Karten. Die sind so scheiße OP. Hi. Du bist gut. Aber ich breche jetzt ab, weil ich verliere. So. Wir fahren jetzt mal auf die Insel. Und überbringen dem Piraten Roberts die frohe Botschaft. War doch hier, ne? War das in dem Zeitalter? Ja, ne? Ja. Hier, ich habe ein Tinder-Profil für Sie. Oh, ihr habt Ihr Tinder-Profil gefunden? Das ist ja fantastisch. Die werde ich sowas von rechts zu... Nicht was von wegen Belohnung. Aber ja, doch. Meine größten Schätze. Jetzt, da ich mit meinem Geliebten in den Ruhestand trete, mit meiner Geliebten, habe ich keinen Bedarf mehr dafür. Es soll nicht weiter schwierig sein. Ich habe das Zeug von einem in einem sicheren Ort vergraben. Es ist, ich weiß es nicht mehr. Ich mache wohl Witze. Ganz und gar nicht. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wo ich meinen Schatz vergraben habe. Monatelang habe ich nichts anderes als an meine Liebste gedacht. Und dabei habe ich Depp es vergessen. Aber das soll kein Schaden sein. Ich habe euch eine Belohnung versprochen, also sollt ihr, was immer von meinem kostbarsten Besitz immer noch übrig ist, haben, tun. Tja, wenigstens haben wir nicht alles umsonst gemacht. Eine Piratenflagge. Aus echten Barthaar gewoben, wir ans Piraten Robert. Kümmert euch darum. Sorgt dafür, dass man auch in 100 Jahren noch vor dem Namen des Piraten Roberts erzittert. Meint ihr, das wird sich noch als nützlich erweisen, Kuro? Oh ja, ich weiß auch wofür. Zumindest haben wir diesen zwei Turteltauben zusammengebracht. Was meinen Schatz anbelangt, ich werde den anderen Piraten sagen, dass jener, der ihn findet, der neue Piratenkönig sein wird. Das dürfte gewisse Interesse schüren. Oh, das Spiel ist super. Ah, stopp, nein, will ich nicht. Ich will die Zeit ändern. Ich werde die Wurst von rechts swipen, Mann. Das hat, glaube ich, noch nicht mal ein Jugendlicher im Leben gesagt. Ah, schön. Was hier? Ich hoffe. Ich glaube, im 3D-Zeitalter ist die Insel eh kaputt. Kann er böse Dämonen sein? Und nein, kann er nicht. Diese Sandburg ist unzerstörbar. Hallo, ich bin Pirat. Schade, er wollte nicht sagen, dass ich Pirat bin. Oh. So. Dann swipen wir uns jetzt auch mal nach rechts. Was ist denn jetzt los? Warum? Hä? Die Sequenz war völlig unnötig. Was?
Aha, um unseren Unterschlupf anzugreifen, müsst ihr ganz schön Mumm haben. Aber ich bedauere, wir nehmen nur Herausforderungen anderer Piraten an. Oh, ihr habt eine Piratenflagge? Das kann nicht wahr sein. Das ist die Flagge des legendären Piraten Roberts. Dann seid ihr also wirklich hier, um uns herauszufordern? Ja. In dem Fall müsst ihr jeden einzelnen von uns im Kampf Mann gegen Mann schlagen. Viel Glück, Leute. Was? Oh. Das machen wir im nächsten Part. Wir sehen uns. Bis dahin. Ich weiß, was kommt.